Mein Name ist Martin Weber, ich arbeite im Bereich KMU für Swisscom Business und verantworte dort das Prozessmanagement und auch Supportkanäle für Twitter und Facebook. Seit dem Mai vom letzten Jahr hat Swisscom auch einen Social-Media-Auftritt für Business. Auf Facebook und Twitter beantworten Sie und Ihr Team jeden Tag Fragen von Swisscom Business-Kunden. Welches sind die häufigsten Fragen? Man muss dort natürlich unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Bereichen, wie technische Anfragen und kommerzielle Anfragen. Bei den technischen Anfragen sind es so, wie beispielsweise, ich habe zu wenig Speed, warum ist das? Wir klären das natürlich dann sofort ab und geben dem Kunden umgehend gerne ein Feedback zurück. Auf der anderen Seite sind es natürlich dann auch die kommerziellen Anfragen, wo der Kunde sagt, ich würde gerne mein iPhone im Ausland verwenden, wie kann ich das machen? Oder dann kann der Kunde natürlich auch anrufen, respektive twittern, ich habe eine Störung. Wie gehen wir mit dem Ganzen um? Wie gehen Sie mit kritischen Fragen um? Kritische Fragen gibt es natürlich immer. Wenn solche Fragen auftauchen, geben wir das gerne unserer PR-Abteilung weiter, die die Fragen aufbereiten, respektive die Antworten uns zurückgeben, die wir dann twittern und auf Facebook veröffentlichen können. Warum sollte das KMU Swisscom auf Facebook oder Twitter folgen? Die Unternehmen bekommen aus erster Hand sofort Tipps und Tricks natürlich zur Verfügung gestellt. Und auf der anderen Seite bekommen sie natürlich auch Support, und zwar sehr schnellen Support. Und können natürlich über das eine oder andere Thema auch mitdiskutieren. Welche Tipps geben Sie KMU für den Aufbau von Social Media? Ganz ein wichtiger Punkt ist, dass sich die KMUs überlegen tun, das Was, also was will ich transportieren auf den Social Media Kanälen und erst nachher das Wie, weil möglich ist grundsätzlich eigentlich alles. Also das heisst, man muss sich zuerst eine Strategie zusammenlegen und dann kann man im Prinzip die verschiedensten Kanäle oder Social Media Plattformen eigentlich nutzen.